Wir könnten den Nebel auch da oben verbringen. Ich glaube, da kommen die gar nicht, oder? Können die Leitern hochklettern? Ich hoffe mal nicht. Da. Wahrscheinlich brauchen wir sogar zwei Schränke für ein so ein Ding, weil die, glaube ich, zu schlank sind, ne? Sanft ins Ohr. Atme mir sanft ins Ohr. Idiot, ich bin hier. Wir könnten natürlich Takedowns machen draußen. Kommen wir eigentlich selber durchs Fenster? Wir können reparieren, wir können aber selber nicht durchklettern. Hey, hallo, hier drüben, guck mal. Das Fenster ist kaputt. Oh nein, oh weh. Fenster reparieren ist gar nicht so teuer, wie ich dachte. Hey. Woo. Ding dong, Kuckuck. Gut, das ist offenbar nicht der Schlauste seiner Gattung. Ich glaube, er ist nur generell einfach sauer. Wär ich aber auch. Ganz ehrlich, guck mal, Hose kaputt, kein Hemd. Ist wahrscheinlich mit Ryanair geflogen, Koffer kam nicht mit. Ist halt doof, da machst du halt nichts. Puh. Das war ich selber. Oh, jetzt langsam... Ich glaube, ich möchte auch doch mal irgendwie, ja, Rebellenlager, es sind ja nicht wirklich Rebellen. Ich glaube, ich möchte doch mal die Lage da ausräumen. Bei den anderen Herrschaften. Also bei den, du weißt schon, bei den fiesen Matenten. Wie ist es eigentlich, wenn ich Nebel habe und bin gerade in so einem Lager von den NPCs, gut versteckt, kämpfen die auch gegeneinander? Kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Wahrscheinlich sind das Kollaborateure. Komm in meine Todesfalle. La 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 la. Komm doch einer, komm doch alle in meine Todesfalle. Dort mache ich euch alle. La 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 la. Offenbar kommt hier keiner. Und hier möchte ich nicht, weil ich möchte nicht, dass das Fenster auch noch kaputt geht. Da kann man bestimmt auch von außen was vorstellen. Wäre mir sogar fast lieb und teuer. Und hier vor allen Dingen. Ist aber auch mal gut mit dem Nebel gerade. Ey, guck mal hier, Taschenlampe. Die hören nichts, die sehen nichts. Das ist einfach, die sind einfach. Boah, wie lange denn noch? Ich lehne mich gegen den Schrank und warte einfach. Schön, wie toll gebohnert der Boden ist. Fällt mir jetzt erst auf. Und da vorne wurde aber falsch verlegt. Guck mal, hier alles genau in eine Richtung, aber da vorne wurde dann falsch verlegt, der Rest des Hauses. Und da übrigens auch. Ich glaube, die mögen mich einfach nicht. Ich
glaube, die halten mich noch für noch ekelhafter und stinkender, als sie selber sind. Und deswegen kommen die hier einfach nicht rein. Einer hat es sich erbarmt. Ich könnte euch auch draußen rumlaufen, aber momentan sind mir das auch... werden mir zu viele, wenn ich ehrlich bin. Man ist hier leider selber auch von Pappe. Ne, hätte man den jetzt geholt, wäre uns der hier auf dem Fersen gewesen. Und dann weiß er auch nicht genau, ob der noch andere mitzieht. Der Nebel geht vorbei, alles klar. Die sterben eh gleich. Droppen aber nichts. Finde ich scheiße, finde ich unfair. Was soll das? Toll. Jetzt wollte ich ihm gerade von hinten in den Kopf jagen und dachte, dann droppt er wenigstens noch was, aber na gut. Okay, Kühlschrank fertig machen. Ist ja auch mal eine Idee, wa? Wir brauchen dafür ein Gear. Das geht doch schneller, als man denkt. Einen einzigen Gear brauchen wir jetzt. Einen. Dauert trotzdem 45 Minuten. So. Und dann haben wir einen Kühlschrank. Der braucht natürlich noch Strom. So. Ja, hallo, Kühlschrank! Open! Feines Fresschen. Eigentlich ist das eine Bärenwinterschlaftruhe, wenn wir mal ehrlich sind. Mit Escape komme ich übrigens nicht raus. Jetzt komme ich mit Escape raus. Ist eine Bärenwinterschlaftruhe, aber gut, wir nennen die mal nicht so. Okay, 8 und 2 und 8. So. Dann noch eine Menge Metal Scraps. Die tue ich dann hier hin. Lalalala. Hier, so. Und Eisen haben wir jetzt ja auch. So, das können wir auch schön stacken. Dann haben wir 5 Tapes. Das sind Demo-Tapes, also Street-Tapes von verschiedenen Künstlern. Und wieder mal ein paar Handtücher. Von denen wir wirklich ein bisschen zu viele haben. Auf Dauer, glaube ich. Ich weiß nämlich noch nicht genau, was wir mit denen anfangen. Bretter haben wir auch wieder ein paar und diese Dinger hier halt. So, gut. Dann will ich gleich den Kühlschrank anschmeißen. Das wäre schön. Ich frage mich aber halt nur, wo kriegen wir auf Dauer... Das war's, ne? Wo kriegen wir auf Dauer... Warte mal, die Bandage nehme ich mal mit. Wo kriegen wir auf Dauer Benzin her? Das würde ich gerne wissen. Ich nehme an, das Alkoholdestillat hilft mir da auch nicht weiter. So, ich tue schon mal das alles hier. 50%, guck mal, das geht ja alles noch. Das tue ich alles schon mal in den Kühlschrank. Die Dinger muss ich, obwohl, ja, die sehen auch nicht mehr so gut aus. Sollte ich vielleicht mal essen? Ich spare immer beim Essen tatsächlich. So, das tue ich alles mal hier hin. Feines Fresschen, so. Dann haben wir immer noch mal einen Bären im Schrank. Aber der Generator hält leider nur 5 Tage, das ist nicht so gut. Interact. Turn on. Und jetzt würde ich gerne gucken, ist der Kühlschrank an? Kann man das erkennen? Die Temperatur ist draußen, die ist hoffentlich nicht im Kühlschrank. Woran erkenne ich jetzt, dass der Kühlschrank an ist? Ich weiß es nicht. Generator läuft. Ah, Device in Range. Ah, Generator Shared. Okay, super. Und dann könnte ich theoretisch noch mal ganz kurz gucken. Diese Lampen. Lantern Post Light. Paranoid Night 75. Floodlight geht auch. Position and Angle of Light could be adjusted. Können wir uns sogar easy leisten. Flutlicht. Vielleicht, um hier den Hof ein bisschen zu befluten. Sieht nicht unbedingt schön aus. Wäre natürlich eher zweckmäßig. Hätte ich gern da oben drauf. Da würde es ja auch am meisten Sinn machen eigentlich. So, ich place das erstmal hier hin. So, wir brauchen 8 Components, 8 Metal Scraps. 8 Components, 8 Metal Scraps. Jo, dankeschön. Ich will natürlich nicht verschwenderisch werden. Split One. Da. So. Gut, dann bauen wir mal.
Oh, ich sollte mal langsam was essen wieder. Turn on. Okay. Weiß nicht genau. Okay. Mit EC. Ich mach mal so, ne? Ich weiß nicht genau, wie viel man da jetzt sieht. Das werden wir nachts erfahren. Turn off. Wir brauchen gerade nicht so viel Strom. Und beim Kühlschrank sehe ich da auch, welche Stromquelle der hat. Nein. Okay, aber ich kann schon mal, ich teste mal ganz kurz. Ich esse mal nicht das, sondern ich esse mal kurz die Dried-Sachen hier. Und zwar die schon etwas älteren. Die bringen, okay, die bringen etwas weniger tatsächlich. Aber aus einem Beeren kriegen wir, nee, kriegen wir genauso viel raus. Okay, nee, vergiss es. Da müssen wir wirklich ein bisschen, oh, da müssen wir wirklich ein bisschen mehr essen. Alles klar. Trotzdem können wir den ein oder anderen Beeren hier schon mal einbalsamieren. Wir brauchen nur genug Lagerplatz für die Dinger. Oder genug Kühlschränke, ich weiß es nicht. Wir könnten auch mehrere Dried Racks machen. Letztes Mal hatten wir die Gedärme da noch draufhängen. Ich gehe mal kurz da hinten gucken, was das ist. Wir müssen den Tag jetzt sowieso irgendwie verbringen und dann lassen wir überlegen, was wir als nächstes noch bauen. Strom haben wir jetzt, Kühlschrank haben wir jetzt, Flutlicht haben wir jetzt. Ein Träumchen. Dann können wir jetzt als nächstes überlegen, wie wir weitermachen. So, was ist das für ein Haus? Das ist das Haus am See, wo wir schon waren, oder? Ja, ich glaube, das ist das Haus am See, wo wir schon waren. Wo aber wahrscheinlich die Zombies wieder respawned haben. Natürlich, man hört es ja bereits. Okay. Scraps nehme ich trotzdem gerne mit. Oh, ich muss auch gleich niesen. Ich versuche es gerade auszusitzen mit dem Niesen. Ja, die Wood Scraps, weiß ich nicht. Können wir eigentlich auch in Kamin schmeißen. Wandern die nicht? Ich habe ja gespeichert. Okay. Aua. Okay, wir können nicht beide wegsneaken. Schade. Schade. Hab ich mich erschrocken gerade. Es wäre so schön gewesen. Na gut, dann, ich meine, müssen wir die überhaupt? Wir müssen die gar nicht holen, ne? Wir haben da nichts Spannendes drin, was wir unbedingt brauchen. Wo wir sagen, oh, da müssen wir immer wieder hingehen und unbedingt wieder diese Zombies wegschnetzeln. Na komm. So. Jetzt habe ich da aber gespeichert. Na egal, wir können auch wieder ziehen. So. Ich spare die Muni lieber für Banditen. Da drüben waren wir noch nicht, ne? Können wir schwimmen eigentlich? Ist das eine gute Idee zu schwimmen? Wir können offenbar schwimmen, aber haben dann ein komisches Overlay. Ich hoffe, da bin ich nicht krank. Offenbar können wir auch ohne Hände schwimmen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr guter Schwimmer. Toller Typ. Toller Typ. Scheint aber zu klappen. Ich hoffe, Zombies können nicht schwimmen. So, was haben wir denn hier Schönes? Sehr dunkel hier. Ein Generator. Den wir aber nicht mitnehmen können, ne? Und ein Kühlschrank haben wir da auch drin. Aber komischerweise können wir das hier nicht als Base nehmen. Obwohl es schon einen Generator gibt und einen Kühlschrank. Ah, nur keine Treppe. Aber dafür ein Wikinger-Schild. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Okay. Oh, ja, endlich. Endlich mal wieder. War mir ja schon mal, das kommt mir gerade so bekannt vor. So, unlock using crow. So. Was haben wir denn da? Zwei Pfeile im Koffer, sicherlich. Das ist das, was man im Reisekoffer findet. Ja, endlich wieder ein bisschen Muni. Hier ist eine Bandage. Warte. Zwei sogar.
Und hier ist noch ein schönes Bild von Menschen. Ein Vater, ich weiß nicht, sind drei Töchter, ne? Man weiß es nicht. Sind ja andere Zeiten gewesen. Vielleicht sind es auch seine drei Ehefrauen. Man kann es nicht so genau benennen. So. Okay, ja, hier gibt es einen Generator, hier gibt es auch Glühbirnen, alles sehr, sehr schön. Bringt uns nur leider nichts. So, dann schwimme ich auch mal wieder zurück oder gehe ich außen rum? Ach komm, ich mache einen Spaziergang. Einer, der uns nichts bringt. Ein Spaziergang, der uns nichts bringt. Was? Wohin? Wohin geht's denn hier? Wow. Da drüben ist Licht. Das macht mich immer erstmal skeptisch. Scheinwerfer? Ach so. Oh. Oh. Und noch ein Rucksack. Ja, hallo. Hier mache ich natürlich keinen Shelter draus. Uff. Wie groß ist denn diese Karte bitte? Jetzt geht's hier nach oben. Hier geht's weiter geradeaus. Okay, ich habe da ja gerade gespeichert. Den Rucksack können wir uns ja wieder holen. Alter Zinnober. Boah, wie geil. Oh, schön. Gerade einen Bären gehört, oder? Ah ja, da oben ist er. Okay. Komm, holen wir uns mal ganz kurz. Ich will den nicht auseinandernehmen. Ich will ihn nur kurz jagen. Hä? Ich habe genau den Kopf getroffen. Sieht das Spiel offenbar anders? Da hinten ist ein Haus. Also ich will jetzt hier nicht looten oder sonst irgendwas. Ich würde eher nochmal mit dem Auto herfahren vielleicht. Ich wollte nur die ganz kurz die Map ein bisschen erkunden. Alter, wo bin ich denn hier? Was ist denn das für ein riesiges Trailerhaus? Also wegen dem riesigen Anhänger hier. Mir gerade egal. Also ich bin gerade mal ein bisschen verschwenderisch. Sicherung! Verschwenderisch, das ist der Grund! Ja, nein, ja. So, warte. Okay, Alkohol finden wir hier oben noch. Munition. Die Bandage kann man doch nehmen, alles klar. Okay, schön. Okay, wir kommen später nochmal wieder. Das sieht ja schon sehr schön aus. Jetzt weiß ich, warum ich hierher kommen sollte. Zwei Zombies sind auch nicht die Welt, die kriegen wir weg. Ich hätte gern mehrere Basen, dass man irgendwie mehrere Basen beanspruchen kann, nicht nur eine. Ja, ich glaube, die Map ist ein bisschen größer. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Da unten ist das ist, glaube ich, nicht der Stau, ne? Das ist irgendwie wieder ein anderes Zollhäuschen.
Das ist wieder ein anderer See. Da hinten ist eine Tankstelle. Gas leuchtet da noch. Dann geht es hier aber noch links runter. Da sind noch Häuser. Da hinten geht es noch irgendwie in so ein Tal rein. Ob es da hinten durchgeht, weiß ich gerade natürlich noch nicht. Da hinten ist Levelende, glaube ich. Mapende. Also ein bisschen was zu erkunden gibt es noch. Holy shit, hier ist noch ein Wachturm. Oh Gott, hier. Ja, das ist doch relativ groß. Es ist nicht unbedingt die Mapgröße von Scum, aber es ist für so ein Singleplayer-Survival-Ding ist das schon sehr ordentlich. Finde ich gut. Und beängstigend. Okay, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier oben in den Wachturm rein. Lalala. So. Toll. Hat jemand seinen Laptop vergessen? Ah. Okay. Oh, warte. Okay, noch eine Knarre. Ja, ist ganz schnuckelig. Sieht gerade ein bisschen aus wie bei Firewatch, ne? So. Ich wollte aber eigentlich nochmal... Kommen wir hier auch weg irgendwie? Nee, ne? Oh. Okay, wir kommen von da oben irgendwie runter zu diesem Wachturm. Ah, hier geht's weiter runter, okay. Ich wollte nur hier unten die Gegend nochmal ein bisschen angucken. Auch wenn es gleich Nacht wird, auch wenn es eine schlechte Idee ist, hier gerade rumzulaufen, einfach so. Oh, ich muss. Dankeschön. Entschuldigung. So, jetzt schnell männliche Töne einfügen. So, hier sind überall Felder und wir haben hier noch eine Siedlung. Nicht so wie da, wo wir jetzt sind, dass da einfach so ein paar einzelne Häuser rumstehen, sondern hier ist eine ganze Siedlung tatsächlich. Mit Bombenkrater offenbar. Cool. Ja, nice. Es gibt also ein kleines Städtchen. Vielleicht sogar mehrere. Das wissen wir auch noch nicht. Ist jetzt erstmal nur eins. Boah, cool. Ich glaube, hier können wir uns aber nirgends niederlassen. Das ist, glaube ich, nur zum Looten. Und die Häuser natürlich auch conveniently... Oh, die sind ja gar nicht... Ich dachte, das wäre zugestellt hier. Man kommt aber doch durch. Okay. Die Anwohner sind offenbar noch da. Ah, es ist ein Spielplatz. Ich dachte gerade, da stehen Leute. Ich dachte gerade, wie gruselig. Die stehen da einfach und bewegen sich nicht. Ja, hier war Kinderspielplatz. Hier drüben ist eine Art Trailerpark, wie es aussieht, oder? Ja, nicht unbedingt. Ja, könnte Trailerpark sein. Könnte aber auch einfach sein, dass Leute hier mit Wohnwagen, so grillplatzmäßig. Es ist, glaube ich, eher ein Trailerpark. So wie es hier aussieht. Alles klar. Die Häuser sehen alle aus wie nach Schema F gebaut, also viele davon. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, tatsächlich. Sind alle Nachbarn noch da? Warte mal. Wenn wir jetzt hier reingehen. Hallo, ich bin kein Einbrecher. Das ist Papa, ich habe meine Schlüssel vergessen.